Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Und wir befinden uns hier vor einer Bärenhöhle, in die wir nun hineingehen, um da ein paar Gator-Klauen zu erledigen. Ui! Es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr, Gott, enthusiastisch an. Die kämpfen gegeneinander. Ja, lass sie mal kämpfen. Hier. Gewinnt. Nicht angreifen, nicht angreifen. Bitte lass es. Nein, bitte lass es doch. Ah. Oh Gott, der hat ja kaum Schaden genommen. Komm schon, du und ich. Der ist stärker als die Gatterklaue. Das hat doch Spaß gemacht. Und dümmer. Was, Boss? So. Das nehmen wir mal mit. Und dann entdecken wir mal die Höhle. Wieso ist hier ein Käfig in der Höhle? Ich habe keine Taschenlampe. Safari Adventure Wartungsterminal. Ja, coole Brust. B. Ross. Sie haben mich heute in die nördlichen Wohnbereiche geschickt, um die Sauerei eines Kindes zu entfernen, das zu viel gegessen hatte. Ich bin mir nicht sicher, warum sie wieder mich ausgewählt haben. Als ich zurückkam, saßen Tummelsen und Fremke flüsternd am Pausentisch. Und als ich den Raum betrat, sahen die beiden mich nervös an. Standen auf und gingen. Irgendwas ist hier faul. Nochmal Ross. Fremke hat sich heute krank gemeldet. Also war es mein Job, die Lampen im Reptilienhaus auszuwechseln. Ich habe fast 6 Stunden gebraucht, weil dort so viel los war. Ich war gerade dabei, meine Sachen zurück ins Wartungshäuschen zu bringen, als ich auf einmal Fremke und Tommelsen in Fremkes Auto sitzen sah. Fremke drückte Tommelsen irgendwas in die Hand, stieg dann aus und ging weg. Ich muss diese Sache auf den Grund gehen. Oh, heute wird's spannend. Ich habe einen Holoband-Rekorder in dem Schrank namens... Sorry nochmal. Ich habe einen Holoband-Rekorder in dem Schrank neben Fremkes Schrank deponiert. Der hat tagelang nichts Brauchbares aufgezeichnet, aber dann gab es einen Volltreffer. Eine Unterhaltung zwischen Fremke und Tommelsen über ein gewisses Projekt Kobalt. Ich habe keine Ahnung, worum es dabei geht. Sie sagen dem Hausmeisterpersonal grundsätzlich nichts von Bedeutung. Aber warum weihen sie mich nicht ein? Die Arbeitsaufträge stapelten sich schon, aber ich hielt die Warterei nicht mehr aus. Ich wartete auf den richtigen Moment, um mit Fremke unter 4 Augen zu reden und stellte ihn wegen Projekt Kobalt zur Rede. Zuerst versuchte er noch, sich herauszureden, doch dann gab er nach und verriet mir, dass es dabei um ein gemeinsames Unternehmen des US-Militärs und Nuka World ging. Ich konnte es nicht glauben. Ich meine, was zum Teufel sollten wir hier haben, an dem das Militär interessiert sein könnte? Ich musste mehr erfahren. Fremdke sagte mir, ich sollte nicht rumstüffeln, aber der Kerl kann mich mal. Ich werde mit Brad Burton persönlich darüber reden, wenn es sein muss. Fremke. Vor 2 Wochen fragte mich Ross nach Kobalt. Ich sagte dem Idioten, er solle es vergessen, aber er wollte nicht auf mich hören. Und dann erhält unsere Abteilung auf einmal die Nachricht, dass Ross unangemeldet Urlaub genommen hat und keiner scheint zu wissen, wo er steckt. Jetzt wollen sie, dass ich sein Terminal bis Ende Oktober säubere. Ich hasse es, die ganzen Daten zu löschen, aber ich habe keine andere Wahl. Wenn ich nicht tue, was die Sicherheitsabteilung verlangt, habe ich vermutlich auch bald Urlaub. Oh. Ich glaube, er wurde entfernt. Lol. Okay. So, scheiß Kopfhörer. So. Erstmal ein Kopfhörer wieder in meinen Tisch reingeschraubt. Hallo? Hä? Ja, cool. Gibt's hier echt keine Tür? Wie schwul ist denn das? Ha! Gar kein Problem. Wir machen einfach eine Schnellreise. Und zwar... Oh, das Tierchenhaus. Ja, ja. Easy. Ich lass mich hier nicht verarschen von irgendeinem Spiel. Niemals! So, die letzten Gator-Clown erledigen. Dann haben wir auch diese Abteilung hinter uns.
Da höre ich einen Elefanten. Was soll das? Und wieso lebt hier noch eine Gator-Klaue? Wir müssen noch gucken, wie viele von den Viechern leben. Hm? Irritierend. Plötzlich von der Tür zu stehen. Oh. Hallo. Zwei Stück leben noch. Oh. Alter, habe ich mich erschrocken. Ich dachte, das wäre so ein riesiger Käfer. Oh. Ach, ich liebe es, wenn das passiert. Wo bist du denn durchgekommen? Da. Ach, du bist ein Mensch. Ich dachte, das wäre ein Alligator. Ich habe den Schädel nicht gesehen. Ich habe nur diese komische U-Form gesehen. So, das nehmen wir doch mit. Ach, der Affe, ne? Der regt mich auf. Oh, hier geht's weiter. Nein, 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 nein. Ich weiß, wie stark ihr seid. Kann ich dich was fragen? Was ist los? Was gibt's? Wir sind jetzt schon eine Weile zusammen unterwegs. Du nimmst dir, was du haben willst. Und lässt dich von niemandem aufhalten. Hast mehr Mumm als die meisten. Ich frage mich wohl einfach nur, warum? Was springt für dich dabei raus? Ich will es krachen lassen. Ich mach, was ich will. Ich mag's einfach tun und lassen zu können, was ich will. So lebt sich's gut. Wenn es einen nicht umbringt. Wenn du mich fragst, will die ganze Welt einen fertig machen. Von Anfang an hat man die denkbar schlechtesten Karten. Die meisten sind zu dumm, um das zu erkennen. Sie stolpern durchs Leben und können sich gerade eben irgendeinen Scheiß aufbauen. Sie kämpfen jeden Tag, bis irgendwas sie unvorbereitet erwischt. Und das war's dann. Gute Nacht. Das sind Idioten. Das sind Idioten, Gage. Das meine ich ja. Sie kapieren's nicht. Sie sehen's nicht kommen. Aber manche wissen wiederum zu viel. Sie erkennen, wie sehr die Welt wirklich am Arsch ist. Also wollen sie alles haben. Und zwar sofort. Den Alk, die Camps, die Kronkorken. Und es ist ihnen egal, wie sie es kriegen. Wenn sie es anderen wegnehmen können, fühlen sie sich, als hätten sie die Oberhand. Die haben sie aber nicht. Verdammte Raider. Sie werden gierig und haben nur das Hier und Jetzt im Blick. Dann machen sie Fehler und sterben. Manche strengen sich dafür sogar richtig an. Was ist mit dir? Was ist mit dir, Gage? Was für ein Mensch bist du? Wenn du mich fragst, ich bin keiner von beiden. Diese Leute geben sich zu viel, zu wenig oder gar keine Mühe. Aber du und ich, wir sind anders. Wir wissen, wann man für das kämpfen muss, was man verdient. Und wann es zu viel ist. Also, ich hab den Scheiß schon vor langer Zeit kapiert. Bin in so einem normalen Drecksloch groß geworden. Hatte liebende Eltern, aber es waren Schwächlinge. Wurden jahrelang von den Raiderbanden rumgestoßen. Und gaben alles her, was sie zum Leben hatten. Eines Tages sah ich sie vor so einem Idiot mit einer Knarre kuschen. Da war es mir klar. So werde ich nicht enden, habe ich mir gesagt. Also bin ich abgehauen. Ich war 12 oder so. Egal. Ich hatte genug von der Welt gesehen, um zu wissen, wie es läuft. Tapfer von dir. Nein, du hast sie gar nicht allein gelassen. Es war tapfer. Das war ziemlich mutig von dir, Gage. Von wegen. Es ging ums Überleben. Ich wusste, wenn ich bleibe, würde ich genauso enden. Bin ein paar Jahre rumgezogen und hab alles Mögliche gemacht, um was zu essen zu bekommen. Irgendwie. Eine Zeit lang war ich Bote bei einer Karawane, hab geplündert, Jobs für Siedlungen erledigt. Aber eins war immer gleich. Als die Raider kamen, zogen alle den Schwanz ein. Die Raider nahmen sich, was sie wollten, verschwanden, und das war's. Hat nicht lange gedauert, bis ich mitbekam, wohin für mich die Reise wirklich ging. Als wieder eine Bande kam, war ich dabei und hab mich hochgearbeitet. Und jetzt bin ich hier, mit dir unterwegs zu sein. Scheint sich gelohnt zu haben. Oh, flirten. Unterwegs sein? Ist das alles, was wir hier tun? Hey, Boss. Ich weiß nicht, ich meine, ein Schritt nach dem anderen, okay? Wie wär's, wenn wir so weitermachen und sehen, wohin uns das führt? Ist das für dich okay? Jetzt lass uns irgendwen umbringen. Das ist so voll okay, Mann. Hauptsache noch am Ende was Männliches raushauen. Lass uns jemanden umbringen.
Ah, schön. So, Notfallmaßnahmen. Falls ein Besucher von einem unserer Exemplare gebissen oder gestochen wurde, sollten Sie sich nicht in Panik geraten, sondern stattdessen folgende Maßnahmen durchführen. Überprüfen Sie, ob der Besucher eine gültige Eintrittskarte mit dem auf der Rückseite abgedruckten Haftungsverzicht besitzt. Was? Der hat keine Karte bezahlt? Ja, da ist er nicht versichert. Besitzt der Besucher eine gültige Eintrittskarte, muss er umgehend einen Safari-Adventure-Vorfallsbericht ausfüllen. Die Formulare dafür sind in der Hauptverwaltung in Nukatown, USA, erhältlich. Ist der Besucher gelähmt oder anderweitig nicht in der Lage, sich selbstständig zu bewegen, teilen Sie ihm mit, dass er zum Preis von $400 eine Nuka World Notfallbare mitbieten kann. $400, Alter. Nach dem Ausfüllen des Safari Adventure Vorfallsberichts erfolgen die ersten Erste-Hilfe-Maßnahmen. Die Kosten für Material und Arbeitszeit des Sanitäters werden dem Besucher in Rechnung gestellt. Ja, das ist schon mal gut. Sollte der Besucher keine gültige Eintrittskarte besitzen, rufen Sie bitte schnellstmöglich die Sicherheit. Raus mit ihm! Soll er draußen sterben? Oh Mann. Aufgrund einiger Vorfälle in jüngster Zeit wurden die Exemplare Todesotter, Schwarze Mamba und Inland-Taipan aus dem Reptilien-Streichelzoo entfernt. Wir raten den Mitarbeitern, vor der Verlegung von Exemplaren zukünftig die Warnhinweise an den Gehegen zu beachten. Oh, du bist ja die niedliche Todesotter. Oh Mann. Liebe Besuchsführer, erzählen Sie den Leuten bitte nicht, dass man aus Schlangeneiern echt leckere Omelets machen kann. Das ist einfach absolut falsch. Aufgrund von Sicherheitsproblemen mit der Gruppe, die sich selbst AD nennt, sollten Sie Besuchern nicht erlauben, aus dem Gehege genommene Reptilien zum Streicheln zu halten. Dies muss jederzeit von den Besucherführern übernommen werden. Wir haben bereits 3 äußerst teure Reptilien an diese fehlgeleiteten Tierrechtsaktivisten verloren und dürfen keine weiteren Diebstähle zulassen. Ach, das war gut. Nein, so gut war es auch nicht, dass ich es nochmal angucken möchte. Gut. So, Jungs. Ich habe meine eigene Armee am Start, ey. Wir gehen wieder raus. Wir haben noch 2 Gator-Klauen zu erledigen. Das wird richtig easy. Und dann werde ich höchstwahrscheinlich für die nächsten Folgen bereits die Starkerne sammeln. Offscreen. Weil das würde euch wahrscheinlich nicht interessieren. Wie ich da jämmerlich durch die Gegend renne und verzweifle. Naja. Ich bin schon wieder krank. Warum? Warum nur? Grillte irgendwas. Powerbonks, hier kommt alles rein. Muss ich noch trinken? Wie viele Flaschen habe ich noch? Hier, eine. Ich bin immer noch durstig, willst du mich verarschen? So, liebe Gator-Clown, wo steckt ihr denn? Die eine befindet sich gleich hier. Oh. Wo sind sie? Siehst du sie? Ja, klar. Klar und deutlich, hier im Irrgarten. Tja, die dachten wohl, die hätten eine Chance. So, fahren wir uns den Weg mal da hinten hin. Was zum... Wo steckt das Viech? Ach komm. Ich seh dich. Also. Okay. Machen wir auf Kopftreffer. Okay, das war ein bisschen jämmerlich. Das war mir ein Fest. Ich spreche den Affen an. Was haben wir denn da hinten noch?
Achso. Seht ihr? Neuer Freund fertig? Keine Monster mehr? Es gibt immer Monster. Andere Monster gibt es immer. Aber die Monster, die hier waren, sind alle weg. Sito, nicht Sorgen machen. Neuer Freund zeigen Sito, wie stark sein. Zeigen Sito, tapfer sein. Wie Sito können danken, neuer Freund. Park mit meinen Freunden teilen. Ich habe ein paar Freunde, die sich hier niederlassen werden. Aber wenn du ruhig bleibst, kommen wir schon klar. Okay? Sito, dir vertrauen. Sito wollen mehr neue Freunde. Bevor gehen, hier, neuer Freund nehmen. Sito Glitzerdings aufbewahren. Sito geben wollen. Oh. Danke, neuer Freund. Sito dich nie vergessen. Was? Okay, ein Höhlenmensch hat das hier gebaut. Sitos glänzender Schläger füllt deine Aktionspunkte bei einem kritischen Treffer wieder auf. Er hat 60 fucking Schaden. Kann ich eigentlich für Kleintiere benutzen, ne? Ich will den unbedingt benutzen, ich mag Nahkampfwaffen. So. Was ist eigentlich mit unserer... Ach, die Portal Gun ist da, alles gut. Ich soll die Portal Gun dann wieder verwenden, ne? Da ist der Mast. Wir möchten unsere Gäste daran erinnern, dass Nukabur so nicht für Verletzungen ist, dem Rudel gehört. Der Zoo. Ich bin Gage. Gage! So denn. Hallo? Ha! Ich sehe dein Licht. Apropos, wir müssen übrigens noch, Hockeybrille anziehen. Die ziehen wir aus Versehen immer aus. Hey. Was gibt's, Boss? Aufgepasst, Gage. Verdammt, Mann. Du hast es echt geschafft. Nuka World gehört uns. Ganz Nuka World. Bist du überrascht? Wieso überrascht dich das so? Hey, ich wollte dir nicht zu nahe treten, Boss. Aber du musst wissen, wir hatten noch nie so festen Boden unter den Füßen. Jetzt, wo wir es so weit gebracht haben, sollten wir die Party am Laufen halten. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns dem Commonwealth zuwenden. Bist du verrückt? Was interessiert uns das Commonwealth? Haben wir hier nicht alles, was wir brauchen? Das klingt nach Kota, Boss. Und das ist nicht gut. Nuka World zu erobern ist eine große Sache, klar. Aber das darf nicht das Ende sein. Es muss der Anfang sein. Diese Wilden brauchen ein Ziel. Etwas, auf das sie sich konzentrieren können. Ansonsten gehen sie aufeinander los. Und bei so einer großen Operation brauchen wir mehr... Naja, von allem. Das kriegen wir nicht einfach so. Wir müssen es uns nehmen. Im Commonwealth gibt's jede Menge kleine Scheißsiedlungen, die man besser nutzen könnte. Meinst du nicht? Ja, von Anfang an geplant. Klingt, als hättest du das von Anfang an so geplant. Die Idee kam mir auch schon. Klar. Ist alles nur ein Vorschlag. Du musst die ganze Sache absegnen. Wir müssen es ja nicht überstürzen. Wir gehen es langsam an, wohlüberlegt. Wenn wir uns einen Teil des Commonwealths schnappen wollen, brauchen wir die richtigen Kontakte und jede Menge Leute, oder? Ich würde sagen, wir reden mal mit Shank. Er kontrolliert, was nach Nuka World kommt und was hier rausgeht. Er hat das schon mal vorgeschlagen. Will mit dir reden, seit du hier den Laden übernommen hast. Er weiß also bestimmt, wo wir anfangen sollten. Er hat die Verantwortung für die Karawanen. Du findest ihn also vermutlich auf dem Markt. Du vertraust ihm? Du vertraust diesem Shank? Das solltest du doch inzwischen wissen. Ich traue niemandem. Aber Shank ist cool. Ich glaube nicht, dass er uns verarschen will. Besonders, wenn für ihn auch was rausspringt. Okay. Wenn du dich für diesen Shank verbirgst, habe ich kein Problem damit. Na klar. Wie sonst sollte er denn ganz oben auf meiner Wunschliste gelandet sein? Geh einfach rüber und red mit dem Kerl. Er wird das bestätigen, was ich über das Commonwealth gesagt habe. Währenddessen sorge ich dafür, dass die Banden das Kraftwerk von Nuka World wieder zum Laufen bringen. Höchste Zeit, unser Licht leuchten zu lassen und den Leuten zu zeigen, dass wir es ernst meinen. Oh. Und wenn du einen Rat willst oder möchtest, dass ich weiter mitkomme, sag mir Bescheid. Ernsthaft?
Er ist noch. Fallout! Fallout ist mal wieder ausgefallen. Freunde, ich sehe das Ganze als Zeichen dafür, dass die Folge beendet ist. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge und dann werden wir das Commonwealth erobern. Ich meine, ich habe da nichts dagegen. Ich meine, Fallout ist jetzt sowieso fast vorbei. Das nächste, was eigentlich ansteht, ist quasi, dass ich die Sterne sammle. Und dann untersuchen wir das Commonwealth, also die letzten Orte, die man erkunden kann. Jo, das war's dann auch schon. Irgendwo traurig. Hätte gerne mehr DLCs gehabt. Aber gut, Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.